Stay away. Dream your dreams. Raketenproduktionsstation. Ja, warum nicht? Kommt er mir hinterher? Bestimmt, oder? Oder bleibst du da oben stehen? Anscheinend haben deine Entwickler dir Treppenlaufen nicht beigebracht. Ist ja auch nicht so schlimm. Ihr Versagen ist mein Vorteil. Was haben wir hier? Plasmatischer Regenerator Version 1, den haben wir ja schon drin. Ich bin nur zufrieden, wenn ich alles finde. Wirklich alles. Nein, okay. Ich will nicht übertreiben. Am Ende gibt es hier ganz fiese bestimmt Verstecke. Moment, ich höre da was. Okay, da ist schon mal so ein Typ. Da ist einer der Fahrstühle. Komm. Geht doch. Kraftwerk. Oh, klopft jemand von draußen. Die Programmierer haben nicht damit gerechnet, dass Noobs davonlaufen. Ist wohl hier hinter der Wand. Oder hier drunter. Ist ja nicht, dass der es schafft, durch die scheiß Tür zu kommen. Knock, knock, wer ist da? Ein kybernetischer Killer. Tja, passiert. Ich glaube übrigens, er ist durch die Tür gerade gekommen. Ausrüstungsbeleuchtung an- und ausschalten. Oh. Im Dunkeln ist auch schön Körperteile abschlagen. Ich will das Spiel aber nicht darauf reduzieren. Es ist einfach eine ganz nette Idee.
Ach du Scheiße! Der hat auf jeden Fall schon mal andere Waffen da am Arm. Butterfly-Waffen. Schema freigeschaltet. Ach, das sind die Rhino-Bewaffnungen. Vorfälle unter den Teppich kehren konnten. Wir können nicht weiter auf dieses Glück setzen. Ich weiß, dass sich niemand für die Malocher hier unten interessiert. Aber das wird sich ändern, wenn die Medien davon Wind kriegen oder schlimmer. Die Aufsichtsbehörde. Richtig, die Aufsichtsbehörde! Der Vorstand! Das sind genau die Leute, die sowas nicht wissen dürfen. Die wollen nur Zahlen sehen. Gute Zahlen. Aktien, Anleihen, was auch immer. Ja. Da wäre Blocken die bessere Taste gewesen. Oh, eine E-Mail. Uns sind Beweise in die Hände gefallen, die Edna Kana, Angestellte 776910, mit den Morden durch das The Liberator bekannte Individuum in Verbindung bringen. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er vorsätzlich seinen Neurolink manipuliert hat und so die GPS-Ortung ausschalten konnte. Aus diesem Grund kann sein Standpunkt nicht von Creonet ermittelt werden. Solange er nicht gefasst ist, stellt er eine ernstzunehmende Bedrohung für die Belegschaft und, falls das jemals diese Einrichtung verlässt, für Creos Image dar. Wir müssen uns schnell und leise um die Angelegenheit kümmern. Autorisierung gestattet. Nein. Dieser Bereich ist dem Sicherheitspersonal vorbehalten. Also schlage ich irgendwem die Berechtigung ab. Der ist überall gepanzert, oder? Ja. Also jetzt grafisch nicht das Beste des Besten, aber passt ja. Reicht alles. Ich finde Gameplay eh wichtiger als die super mega super Grafik. Ich weiß gar nicht, welche Engine das sein soll. Ich glaube, das mit der stand am Anfang OT Engine. Ich würde auf OT tippen. Da scheint es den einzigen Lebenden zu geben noch. Ja, ich lass dich gleich raus. Jetzt lass mich erstmal die Viecher hier draußen töten.
Sonst bringt das auch nichts, dich da rauszuholen. Du siehst nicht so aus wie ein Arbeiter, dem man helfen sollte gerade. Du siehst aus wie ein großer, fetter Exoskelettkämpfer mit einem fetten, dicken Hammer in der Hand. Enders RS3 Titan. Blaue X-Kabel, Implantat erhalten. Angriffskraft sehr hoch, Angriffsgeschwindigkeit niedrig. Erhaltungsmal verlangsamt den Energieverlust. Blaue X reduziert den Energieverbrauch von Finishing-Sequenzen. Ich wollte schon sagen, die sind doch nicht wirklich tot. Ja, jetzt steht der andere auch auf. Warum nicht? Au! Achso, das wäre der Anfang. Hier sind wir reingekommen. Ich sag bitte nicht, dass das hier unten alles auch wieder giftig ist. Doch, es ist Säure oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es Kacke. Tja. Zugangsberechtigung konnte nicht bestätigt werden. Da habe ich schon die Energie angemacht. Wie kann das sein, dass ich da nicht weiter darf? Hust, hust. Am besten gefällt einem Spiel das Questlog, der nicht existiert. Nein? Und ja, ich bin hier schon mal überall lang gekommen. Ich versuche gerade eigentlich ein Stück zurückzulaufen. Weil der Durchgang wurde ja hier aufgebrochen von dem Typen. Hatte man ja zwischendurch gehört. Die hier zusammenlegen.
Oh, da unten ist... nix. Au. Toll. Ups, eine Alternative habe ich jetzt aber auch nicht gesehen. Ich fahre erstmal zum Sicherheitsmodul zurück. Nachdem ich natürlich hier ein bisschen aufgeräumt habe. Beziehungsweise zum Medbay meine ich. Ganz schönes Geschnetzte mit der Zeit. Na! Boah! Oh, hallo Servicestation. Na toll. Ich dachte, du hast vielleicht neue Informationen, um zu sagen, ja, pass mal auf, ich habe Informationen für dich wegen, keine Ahnung. Stabilität hoch, Angriffskraft plus 30%, Angriffsgeschwindigkeit minus 4%. Die würde ich auch gern upgraden. Die würde ich nämlich gerne mal ausprobieren nachher. So, mal eben in die Medbay rein. Allein schon mal eine generelle Kernleistung zu erhöhen. Und mal eben kurz in die Implantate reinzuschauen, weil ich habe ja ohne Menge eingesammelt. Ach so, es gibt teilweise, habe ich dieselben. Erhöht die Energiegewinnung durch erfolgreiche Angriffe. Injektion, die Energie nutzt, um Leben wiederherzustellen. Ich nehme mal die Waffenmod rein. Bin ich gerade irritiert, was habe ich denn dafür rausgenommen? Den haben wir drin gelassen. Regeneriert Leben, wenn Finishing-Sequenzen ausgeführt werden. 10%. Ach so, ich habe den rausgenommen für Zeig an die HP vom Gegner. Ne, medizinischer Monitor ist immer noch drin. Egal. Thank you.
So, Kernleistung wieder ein bisschen erhöht. So, da habe ich doch Ausrüstung zum Anlegen. Mein Gott. Das könnte die VR-Brille der Zukunft sein. Du. Einen weiteren Arm brauche ich ja nicht. Na gut. So, Implantatslot freigeschaltet. Erhöht die maximale Energie abhängig von der Kernleistung. Injektionen, Erhaltungsmatrix, verlangsamt den Energieverlust, erhöht die Energiegewinnung durch erfolgreiche Angriffe. Und mal eben die Waffe ändern. Weil das sollte eine relativ schnelle Bewaffnung sein. Kann sein, dass ich jetzt vielleicht in den anderen Bereich rein kann, durch die Kopfbrille. Schönen Tag, Warren. Ach so, mechanisches Gegengewicht muss ich aktivieren, wenn ich Energie ansammle, okay. Cool. Also macht nicht so viel Schaden, merkt man sofort, dass es weniger ist, aber trotzdem schon geil, wie schnell die Klingen sind. Oder wie auch immer ich sie nennen soll. Na, lass das. Au. Oh, ich habe über 3.000 Metall gerade noch dabei. Es tut mir leid, ich habe es nicht eingelagert. Der Chat erinnert mich gerade daran. Hey, lauf nicht so dämlich in mich rein. Ach so, ja.
Fällt mir gerade ein, was hier oben war. Da sind da vorne die zwei Gegner drin. Was? Was nun? Ah, toll, da ist der Kampfdruide nicht. Ja, das läuft anscheinend schon mal nicht mit der Primärwaffe. Nein! Ich bin auf diesen Kampf nicht vorbereitet! Boah, und dann immer diese Entspannungsmusik hier. Gern. So, zurück zum Altbewerten. Wie man übrigens gerade sieht, gibt es direkt einen Fehler, dass da ein Model nicht geladen wurde. Na, irgendwie habe ich mit der Waffe... Habe ich mich an die Waffe besser gewöhnt inzwischen. Vor allem irgendwie skaliert ja der Schaden auch nochmal mit den, also es war, glaube ich, schon mal der richtige Weg. Was war dieser Android, der auch in der Gamescom-Präsentation oder Vorführung oder wie auch immer man das nennen will, drin war. Also schon mal der richtige Weg einfach. Oh, komm schon. Oh nee, komm. Oh. Wie auf der anderen Seite reinhüpfe, habe ich nicht mal ein Medpack. Ah nee, kann ich gerade gar nicht. Betreten. Willkommen zurück. Oh, kann sein, dass er mich mit den Füßen tritt.
au, 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 tritt er mir einfach auf den Kopf drauf, ey. Ich glaube, ich werde bekloppt.